Einen wunderschönen Hallo zurück beim Minecraft Let's Play Threesome, hieß es, glaube ich. Das wird jetzt die letzte Ausgabe sein, weil das Projekt war noch nicht beendet. Und dafür habe ich mir hier jemand Alten besorgt, der damals immer mitgespielt hat. Jemand Alten, ne? Nicht eine Alte. Hallo! Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott! Wer bist denn du? Ich bin Ernst Rüdiger. Ja, okay. Also vielleicht kennen die ja noch einige. Also so. Also ihn meine ich. Oh, erstmal runterjumpen auf dein Boot. Von damals. Lass mein Boot bloß heile. Wir haben uns nämlich gedacht, wir spielen jetzt in der alten Welt, die wir damals gebaut haben, machen noch irgendwie ein bisschen Quasseli-Quatsch und du sitzt nicht im Boot. Doch, jetzt sitzt du im Boot. Und fahren jetzt einfach mal da vorne, ne? Zu unserem wunderschönen Hafen. Woanders gibt's da hinten, glaube ich, nichts. Wunderschönen Dach. Ja. Hallo, schönes Glasdach. Und puff. Du sitzt nicht im Boot. Oh, guck mal, du musst da auch reinfahren, dann musst du nämlich nicht mehr so viel laufen. What the fuck? Du bist bei mir auch nicht im Boot gewesen. Das Boot ist alleine gefahren und als du angekommen bist, warst du auf einmal hier. Ja, mach halt alles kaputt. Mach halt alles kaputt, unsere schöne Welt. Und hat ja nicht lange gedauert, das alles aufzubauen. Ich bin weg. Ja. Jetzt ist so. Falls ihr die Welt nicht kennt, hier ist unsere kleine Essens- und Tierfarm. Hallo. Hallo. Kühe und Schafe und Hühner haben wir auch. Hier haben wir ein bisschen Kakaozeug. Und hier haben wir ein bisschen Melonen. Ja, das wissen wir. Naja, vielleicht nicht alle. Und hier ist irgendwo mein Geheimversteck. Ich bin auch immer so gut, ne? Hast du gefunden? Ja. Halt ob. Doch. Jo. Hier ist mein Geheimversteck. Was eigentlich voll billig ist, oder? Mach nicht immer alles kaputt. Und hier sind meine ganz wertvollen Sachen. 32 Schneebälle und ein Nähtaschstern. Ja. Ey. Hier im Ofen ist nichts drin. Ich glaube, deine Hunde hassen mich noch. Das ist nicht schlimm. Die können wir jetzt ja töten. Okay. Hallo Hunde. Schließ die Tür. Oh, ist leider kaputt gemacht. Ich hab alles kaputt gemacht. Ich auch. Guck mal bitte meinen Schaden. Und guck mal bitte deinen Schaden an. Ja. Okay. Gebong. Hier war ein kleineres Fenster, glaube ich. So. Ja. Dankeschön. Wir könnten auch noch Bassis Hunde töten. Müssen wir aber nicht. Ja, weil. Oh, da ist ein Creeper. Oh! Das ist der magische Mülleimer. Magisch auch noch, ne? Weil der verschlingt einfach alles. Man sieht es dann nie wieder. Na? Der sieht voll eklig aus. Wo, weißt du was? Ich hab ne Idee. Ja, du? Aber ich konnte irgendwie gerade nicht laufen. Ja, das war eine Gehbehinderung. Warte mal. Wir spielen gerade übrigens noch auf 1.5.2, so wie wir es damals auch hatten. Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, dass meine Tastatur leer geht, aber... Leer geht? Achso, ja, du hast Batterie. Ja, ich hab eine Batterie. Aber irgendwie leck... Irgendwie hänge ich. Das ist nicht schlimm. Bei mir muss ja alles flüssig laufen. Blume der Schande! Das Let's Play to get the house. Gut, dass es keine Facecam war. Meine Nase hat jetzt so krass gejuckt. Falls euch die vorherigen Folgen interessieren, findet ihr alles in der Playlist in der Videobeschreibung. Also da haben wir sehr viele Themen besprochen und... Ja, eigentlich haben wir immer nur eins besprochen. Ja, okay. Zum Beispiel, dass Kinder eigentlich alle abgetrieben werden müssten und... Und was war das noch, wo ich so richtig gelacht habe? Oder so richtig? Vordere Hirnlappen oder sowas? Nee. Ja, das war die Beleidigung. nein, ich meine einen Mettwursten. Ah, Mettwursten, ja. Oh, Wetter! Also, das erste, was ich mache, ist, ich gehe mit meinem Stock in unser Lager, was ich damals so schön... Waffen und Werkzeug. Hier haben wir einen wunderschönen Penis. Den habe ich damals gebaut. Einfach bitte so mit, mit Respekt betrachten. Also, ja, ich meine, der gehört gewürdigt. Das war ein bisschen so komische Form, aber. Ja, da oben habe ich gerade einen Block weggeschlagen, weil die Enderperlen sehen sehr interessant aus. Wie das alles aussieht mit dem Texture Pack hier. Ich habe keins mehr. Und was wir nicht alles haben. Default. Voll viel Eisen. Wieso muss ich jetzt eigenes machen? Diamanten, 34. Sind hier unten eigentlich noch die Hühner und die Diamantblöcke und sowas? Hä? Hier in der Ecke. Oh ja, hier sind noch die ganzen Sachen. Stimmt! Unsere Schatzkammer. Ich hab voll nicht daran erinnert. Hallo. Abbauen verboten, Cody und Jesse. Unser Hühnchen. Das
ist unser Betreuerhühnchen und es betreut. Und was betreut es? Alles. Okay. Diamantspitzhacken stehen. Ich hab irgendwie gerade. Ich hab so lange kein Minecraft mehr gespielt. Ja, schämlich. Warum ist denn hier Eisen drin? TNT haben wir sogar. Boah, krass. Ja, das wird aber nicht so eine langweilige Folge wie bei jedem YouTuber. Weil wir haben ja gar keine Crafting-Scheiße hier da. Wo ich meine, nichts. Was suchst du denn überhaupt? Nichts. Ich gehe jetzt mit meinem Stock und meinem Stein ganz schnell. Ich laufe. Wir wollten was abbrennen, glaube ich. Nein, ich schlender nur durch den Wald, ja. Und dann gehe ich mit meinem Stock um einen Stein und schlage gegen diesen Stein und huch! Feuer. Ja, ein bisschen mehr bitte. Ist ja billig, ist ja läppisch. Rundherum bitte. Schneller! Es brennt! Oh, ich habe eine Idee, komm auf die andere Seite. Boah, gleich. Hat der viel in der Kiste gleich. Hier. Wer auch immer hier gewohnt hat. Der hat ziemlich viel in der Kiste. Okay, komm mal auf die Rückseite. Falls das schnell geht. Übrigens haben wir die Maps auch immer in der Videobeschreibung zum Download freigegeben, die verschiedenen Zustände. Falls die alten. Oh, es geht nicht mehr. Ich wollte hier Cody reinbrennen. Ja, ich sehe es. Ein bisschen sieht man das. Das kann man ein bisschen erkennen. Cody und dann das D hier. Ich schreib dich mit. Wir wissen nicht genau, wem das Haus gehört, deswegen brennen wir es einfach ab, weil es hässlich aussieht. Ja, ich meine, das ist so wunderschön. Nein. Warte, ich schnapp mir auch mal ein Feuerzeug, nehme ich auch mit. Ich mache einfach voll Damage hier. Wo findet man Feuerzeug? Ich hab's einfach gecraftet, so oldschool, Minecraft. Das ist ja eklig. Ja, ne? Weil ich schäme mich selber. Ist doch so, ne? Seeming. Mal gucken, wie lange das dauert, bis das Ganze abgebrannt ist. Denke mal, irgendwann bleiben noch so Scheißblöcke. Ja, sowieso. Leider. Es reicht der Boden nur. Ja, ich will auch nicht schlafen. Okay, doch eigentlich schon. Du willst schlafen? Gute Nacht. So. Tür kann man nicht abbrennen, okay. Nee, aber die. Die Innereinrichtung auf jeden Fall. Da. Da ist der Boden einfach unter dir. Boden? Nee, das ist ja Stein, das geht nicht. Ja, der brennt zwar nicht weg, aber er brennt. Oh, guck mal, hier sind fliegende Betten. Weißt du, manche haben fliegende Schiffe, Piratenschiffe. Jo. Und wir haben fliegende Betten und fliegende Kisten. Nee, die sind jetzt weg. Tut mir leid. Muss ich dich enttäuschen. Oh, das ist schade. Oh, guck mal, wie viel Zeug hier liegt. Oh, ist das schön. Oh, erstmal alles aufsammeln. Getting wood, ich hab... Ja, ich auch. Krass. Ich bin voll der Erfolgreiche. Meine Güte, guck mal hier, so viel Dreck. So viel Dreck machst du, Cody. Was? Nein, doch nicht. Mach nichts mit Dreck. Du doch nicht. Du brauchst die Steine nicht anfackeln. Doch. Wegen der Inneneinrichtung. Den. Das Schwein guckt nur dramatisch zu. Was machen die da? Hab ich gesehen. Bist du dir? So. Sicher? Was denn? Achso. Guck mal, das Schwein brennt aus Versehen. Oh nein. Schweinchen, komm her. Ich erlöse dich von dem Bösen. Das ist mal dreimal daneben gehauen. Ey, du machst die Erde unhässlich. Hässlich meine ich. Oh, tut mir leid. Jesse? Ja, ich will was schreiben. Funktioniert nicht, wenn ich das mal wieder zumache. Tschüss! Nein, tschüss. Hey, das sieht cool aus. Also, jetzt wäre das so ein Geheimgang. Also, warum ist denn hier Holz drin? Wo? Ne, hab ich schon weggemacht. Ne, willst du nicht mehr sehen. Jetzt bin ich zickig. So, jetzt habe ich nur noch diese hässliche Steinkacke hier. Aber. Ich schon lieberweise abbaue. So.
Gleich ist ja wieder eine schöne Fläche. War das vielleicht das von Mark? Ich weiß es gar nicht. Nee. Ein Freund von Mark. Ja? Okay. Ja, grüß dich, Mark, wenn du das siehst, ne? Grüß dich mal selber, bitte. Mich selber? Nee, er. Ja, moi, leg mich doch am Arsch. Jesse, was machst du denn hier? Okay, ich rede mit mir selber, das ist creepy. Du warst schon immer creepy. Was machst du da? Bitte tue sowas nicht. Okay, komm. Ich hier haben wir noch eine Bibliothek gehabt, das ist schön, ja. Oh, die Bibliothek zeigst du gerade? Ja, die zeige ich. Also, wer Cody's 1500 Abonnenten-Special gesehen hat, so wie ich hab's nie gedownloadet, kennt die Szene, wo wir irgendwo hier langlaufen und er diesen goldenen Block hier anschlägt. Hier mitten Stimmt. in der Luft. Und ich sage, ich töte dich mit meiner Schaufel! Nicht mit meiner goldenen Schaufel? Ich weiß es nicht. Nein, mit meiner Schaufel war okay. Das. Ich hole jetzt eine Schaufel und schlag dich, okay? Okay, mach das. Wir zwar nichts tun können, machen, aber okay. So, jetzt habe ich eine Schaufel. Moment. Oh. Du darfst mich sogar töten. Moment. Game Mode. No. Töte mich. Please. Ich töte dich mit meiner Schaufel! Wow! Das dauert! Yeah! Wow, das dauert überhaupt gar nicht lange! Yeah! Ich glaube, ich sollte mal meine Schaufel upgraden! Ja, 3 Herzen habe ich noch. Warte! Weiter, sonst rigg ich! Ja, egal. Oh ne, ich regge nicht. Scheiße. Bravo! Yay! Yeah! Das war toll! Das war so überhaupt voll schnell. Wundert euch nicht, warum sie anders heißt. Damals in den anderen Videos hieß sie Globe 401. Ja, das war bei neuer Account. So, da hinten. Nein, ich hab netterweise einen Account zur Verfügung gestellt bekommen, weil mein Alter nicht mehr funktioniert. Genau. Aber nicht von mir. Nein. Doch, das ist eigentlich Codys echter Name. Wie heißt es? Strike, Smash oder so? 1998. Ja, das bin ich. Ja. Was ist das denn da hinten? Hier neben meinem Baumhaus, da hinten ist noch was auf dem Baum. Ja? Ja. Was ist denn das? Weiß ich nicht, eine Holzplattform. Hier ist nichts Besonderes. Was? Oh, das Wetter macht dich fertig. Gut, dass du gerade so laut gewesen bist. Ja, du gröbst hast, ich hab's gehört. Oh nein! Jeder wird das hören. Oh, du hast hier was gemacht. Hä, wie? Du bist doch die ganze Zeit schon da. Schon? Ja? Das, wer hat denn das gemacht? Das ist süß. Ich hab das gemacht. Oh, das ist süß. Dankeschön. Da vorne, das meine ich. Ah, oh, das ist ein Tempel. Waren wir da mal drin? Welcher Tempel? Hier, auf der anderen Seite. Hier. Wüstentempel. Ah. Der Tempel in der Wüste? Ja, hier. Ja, da haben wir uns krass gebettelt, wer als Erster da rein ist. Und dann haben wir das TNT irgendwie uns gegenseitig geklaut. Ah, Tatsache, hier ist alles leer. Ja, ist das TNT auch weg, ne? Ja. Ja. Hab ich geklaut. Das ist mein Freund. Ja, hab ich geklaut. Ich mag Kalb auf meinem Döner. Aber jetzt. Hey, warum bin ich eigentlich... Ist das scharf angezündet? Ich bin wieder so langsam. Warum bin ich wieder so langsam? Oh. Weil du, gestorben bist. Okay, ich habe zwischendurch mal so Probleme mit meiner Tastatur. Das habe ich öfters. Die ist auch sehr klein. Das ist nicht schlimm. Du bist allgemein klein. Bin ich klein? Okay, Hier vorne dürfte jetzt das Haus von Basti sein. Wo bist du denn? Einfach nur zur Vollständigkeit, da zeige ich das jetzt mal eben kurz. Ach so. Wie die Leute das sehen können, das ist nichts Besonderes, das Haus. Ah, das kleine Kackhaus. Oder? Ja. Das, was er nie, das hat Marc gebaut. Nein, das ist Basti, das hier. Wo bist du denn? Hier, da, Ja, ich hänge in einem Baum. Das ist süß. Nicht schlimm, das habe ich extra gemacht.
Hallo Hunde! Oh. Ihr seid Bastis Hunde. Ah, ach, schaffst du es aus dem Busch? Ich war hier noch nie. Nicht? Nein. Der Eisenerz, okay. Ist ja mal. Er hat sogar eine Katze. Warum hat er sowas Cooles hier gebaut? Eine Katze? Ja, da war. Oh, warte, warte. Es hat richtig lange gedauert, bis wir die hatten. Und das ist süß, normal ja. Lange. Gammelmode? In der Gammelmode. So. Dann erzähl mal. Ja, und das war's schon. Das war's schon. Also mit meinem Thema. Was für ein Thema? Ach, Gammelmode. Genau. Okay. Irgendwas wollen wir noch bauen? Hier ist noch unser schönes Bild. Sieht sehr schön aus. Ich weiß es nicht. Wir hatten diese Blumen hier oben auf unser Haus gemacht. Und da hihihihihihi hingeschrieben. Und ein A. Oh, ich weiß nicht. Das war's bestimmt du. Aber das A ist weg, weil ich es weggemacht habe. Oh, Mann. Tja, scheiße, ne? Lass uns Inspiration finden. Lol. Inspiration finden, ja, das ist doch toll und so. Okay, ich gucke auf das hier so. Okay, wir könnten. Ja. Definitely. Eine Wasserrutsche bauen. Guck mal, die Kühe, die rasten aus. Ja. Oh mein Gott, was hast du getan? Kühe fern vom Feuer. Feuer ist nicht gesund. Da brennt die nächste. Du bist ja blöd, Kuh. Wo bist du? Aha. Du Schwein. Die armen Kühe. Guck mal, was sie anstellt. Was denn? Du tötest alle. Ich schwimme nur, okay? Du hast sie alle getötet. Guck, ich schwimme. Alle tot! Oh, da stirbt ein Tintenfisch. Oh, er ist tot. Ja, der interessiert dich wieder, ne? Und die armen Kühe, die wunderschöne Augenbrauen haben und Wimpern und so, die interessieren dich nicht. Wer stirbt ein blaues Schaf stirbt? Wer ein blaues Schaf stirbt? Der ganze Zaun brennt ab. Von den Kühen, ja. Das ist aber nicht wichtig, das sind nur Kühe. So. Ja, aber die Schweine und so auch, alle tot. Alle weg bald. Oh nein. So, ich mache mal den Zaun wieder dahin. So, Kühe, ihr seid alle frei. Ihr könnt laufen, wohin ihr wollt. Komm mal, Cody. Ups, jetzt habe ich eine Kuppe gehauen. Ach du heilige Scheiße. Ist kleine Babytafels. Ich finde grüne und rote voll schön zusammen. Ja, ich finde die blauen schön. Weil ich. Stand hier hinten nicht irgendwo Cody ganz groß? Doch da. Da bei unserem Texture Pack. Testing, ja. Ja. Geil. Mhm. Guckt euch das an, Leute. Ist das geil? Das hatte ich gemacht, Mama. Warum auch immer das aus Holz ist. Ich hatte Langeweile. Damit es abbrennen kann. Nein, Cody Let's Play darf nicht abbrennen. Du darfst nicht brennen. Das ist voll schön gemacht. Was denn? Cody Let's Play. Das ist das Texture Pack, was ich hier gerade drin habe. Und das ist das, was ich habe. Geil, oder? Haben wir schon cool gemacht hier. Ja. Mhm. Richtig geil, wir sind die Jennies. Aber du könntest so voll Texture Pack Videos machen. Ja, ich bin richtig cool. Könnte ich richtig machen. Mach ich aber nicht. Mein. Das ist, glaube ich, meine Idee. Aber das ist geil. Das ist richtig geil. Einfach reinstellen und Tür zumachen. Wasser. Dann einfach raus. Oh! Vorher kommt das Schaf. Ich hab's gespawnt.
Warte, vielleicht läuft sie in die Lava oder auch nicht. Warum ist denn da jetzt eigentlich Wasser? Wo? Oh. Du standest doch gerade im Wasser, hast du nicht gesehen? Oh. Vielleicht, wenn ich es da hinschlage. Ja, ja. Denke ich mir auch gerade so. Danke, Wetter. Ständig, immer. Durchgehend. Nein, immer wie ständig. Immer. Immer ständig, nicht ständig für immer. Richtig. Und ich finde, bei dir und da, bei hinten da, beim Leuchtturm muss was hin. Da baue ich jetzt was hin. Okay. Zu deinem Baumhaus. Zu meinem Baumhaus. Zu deinem Baumhaus. Da baust du was hin. Ja, weil okay. Ich finde, hier muss was hin. Okay. Und was machst du so lange? Ich baue einen Hut. Du baust einen Hut. Wo baust du den Hut denn hin? Einfach hier in die Luft. Okay. Ein fliegender Hut. Ja. Warum auch immer ich das mache. Der ist auch gleich schon fertig, der Hut. Was? Sieht er aus wie ein Penis? Gar nicht wahr. Ich würde nie einen Penis bauen. Ich sehe dich. Alles jugendfrei hier. Ja. Was und wird es auch immer sein. Genau. So. Matt, wusstest du dir auch manchmal ein? Bitte was? Kennst du das nicht mehr? Oh mein Gott, ich bin enttäuscht in dich. In dich? Das hab ich jetzt extra gemacht, damit deine Zuschauer Deutsch lernen. Ja, ja, ja. Ich bin enttäuscht in dich. Tut mir leid, Henning, schlechter Umgang. Ich bin enttäuscht in dich. Okay, nein, ich natürlich weiß ich das noch. Ja, ja, klar. Mit Wurst. Aber über so ein Thema werde ich hier natürlich nicht reden, weil jugendfrei. Ja. Das jugendfreiste Minecraft-LP, was es gibt auf diesem YouTube. Ja, auf diesem YouTube. Dedem, dedem, dedem. Warum habe ich jetzt einen Ohrwurm wegen dir? Weil ich nachdenken wollte. Von Fluch der Karibik. Läuft bei dir. Ja, damit denke ich nach, weil ich bin nicht genauso wie Captain Jack Sparrow und... Genau. Ist fertig. Der Hut sieht scheiße aus. Aber das ist mir egal. Er existiert. Hilfst du mir mit? Was willst du denn machen? Oder willst du was Eigenes bauen? Nee, was machst du denn? Das wirst du gleich eh sehen. Das wirst du erkennen, wenn du hier so ein bisschen rumfliegst. Eine Treppe? Aber? Aber? Noch so. Moment. Ich glaube, ich bin doof. Warum? Weil ich es nicht erkenne. Warte. Ich mach das mal vollständig. Immer drei, ne? Soll das ein Flügel sein? Nein. Ach, ein Regenbogen! Oh mein Gott, Cody! Oh mein fucking Gott! Das ist eine gute Idee, oder? Auf jeden. Jesse alleine am Kommentieren. Oh mein Gott, ich bin so spannend. Aber ich kann mehr reden als damals, ne? Weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt nicht. Ich finde, ich bin spannender. Hast du mehr zu bieten? Ja. Als damals? Hast du jetzt fertig den reinen? Ja, ich finde, das ist so okay.
Echt jetzt? Ist nicht perfekt, aber... Bist du dir ganz sicher? Nicht, dass ich jetzt baue und dann wieder alles weggekloppt wird. Alles wird weggekloppt. Guck mal zur Seite. Ich finde, das ist ein okayer. Komm mal her. Body. Put, put. Ich bin kein mal? Hühnchen. Doch, bist du. Guck mal, wir stellen uns jetzt mal hier. Boah, wie viele Schafe sind denn das geworden, Alter? Ich hab sie alle großgezogen. Guck mal hierher. Das ist voll der geile Regenbogen. Oder? Ja, ja, passt schon. Aber bauen. So ist das schön. Einfach mal schon 45 Minuten. Okay. Ja, wie viel Platz hast du eigentlich? Unendlich. Unendlich? Ja. Was? Wie viel Geld hast du dafür ausgegeben? Unendlich. Oh. Kann ich auch ein bisschen von deinem unendlichen Geld? Ich weiß noch nicht genau. Warte mal, wird das alles weggehauen hier? Ja. Den Lambo kaufen. Und für meinen Führerschein sparen. Unendlich, ne? Ja. Unendlicher Führerschein. Unendlich Geld sparen, meine ich. Ja. Nee, aber meinst ja, du, bist du damit fertig mit unendlich Geld sparen? Bis ich mein Lambo habe? Nee, mit dem unendlich Geld sparen. Bis du endlich unendlich hast. Ich meine, das geht ja Dead answer. Das war ein behindertes Gesprächsthema. Ja, ich weiß. Ach, geht doch voran, guck mal. Wird komisch aussehen, weil der auf einmal so voll steil bergab geht, aber... Ist okay, lass es jetzt einfach so. Das klang komisch, aber... Der ist schon schön. Ich meine, das ist nicht so. Ich meine, der ist okay. Er ist okay, ja. Es war eine coole Idee, ja. Die Umsetzung ist ein bisschen, ja, aber... Alter, wie die das Gras wegfressen. Boah, der sieht so wunderschön aus. Wie so Spinnenbein oder so. Hast du gut gemacht. Dankeschön, ich klopp den hier unten wieder weg, aber das ist nicht so schlimm. Sie ist übrigens auch gerne auf Omegle unterwegs, also wenn ihr sie mal treffen wollt, live. Ja, könnt ihr immer zu Omegle gehen. Ich finde immer vor die komischen Hashtags, so von wegen YOLOSWAG, Hipster Dreieck, nicht vergessen. Nee, ich habe meistens YouTube Musik, Tumblr und könnt mir auch auf Tumblr folgen, wenn ihr wollt. Ha! Das musst du für mich tun, ja. Twitch mir egal, aber Tumblr, das musst du. Muss. Ich werde hier das gezwungen. Das muss. Das Glasdachhaus. Oh, er ist wunderschön. Alter, das geht mir den Schafen da hinten ab. Was machen die da? Guck mal. Oh mein Gott, die escapen. Guck mal, was sie machen. Ach, was hast du denn gemacht? Ich dachte, die spawnen hier alle auf einmal 100.000 Stück. Wie? Ja, hier drinne. Hier. Komm mal hier hin. Wo bist du denn? Hier. Ich sehe dich. Bist du nicht blöd? Hier. Ja. Unter dir. Oh. Ah, so. Ja, nee, warte, guck mal. Die ploppen da alle raus. Guck mal, wie die rausfliegen. Das meinte ich gerade. Warte. So. Das hat mich gerade irgendwie erschrocken. Ich dachte, hä, woher kommen die? Bum, bum, bum.
auf jeden Fall. Spannende Wand. Du hast es danke, danke, danke. Was ist dein Lieblingsfilm von 2014? Ich wollte gerade 15 sagen. Ich bin schon ein Jahr weiter, meine Güte. Ich habe dieses Jahr nur einen neuen gesehen. Oder? Ja? Nee, gar nicht, kann nicht sein. Als letztes war ich auf jeden Fall in... Lucy, ne? Nein. Warte. Muss mal eben gucken. Ich war als letztes Katakomben. In... Das war der letzte. Ah, den hast du geguckt schon? Ja, im Kino. Vor ein paar Tagen. Ist der sehr gruselig? Nö. Der hat sehr viele Jumpscares, dass man sich ja so erschreckt. Ja, aber... das habe ich schon in dem PewDiePie-Video gesehen, weil die haben das da ungefähr nachgespielt. Nicht unbedingt genauso. Aber so ein bisschen halt, ne? Ist halt da in dem gleichen Ding. Teilweise hat einfach das komplette Kino gewackelt vor Erschrockenheit. Sonst. Krass. Du hast dich so laut, also du hast dich so doll erschrocken, dass das ganze Kino gewackelt hat. Nee, alle haben sich erschrocken. Mhm. Ich alleine. Würde ich jetzt auch sagen, Notlügen hier oder was? Nein. Ich habe mich gar nicht erschrocken. Ja. Ist ja logisch. Leute, wir wissen alle, dass Cody, der so ist, der dann im Kino sitzt, so, wow, yeah, wow, voll mitfiebern und so, das kennt ihr doch, ja. Kann ich mir voll gut bei dir vorstellen. Wie du so einfach nur so voller mitfiebern bist. Warum hast du... Warum starrt er dich so an? Weiß ich nicht, der hat auch den Mund offen. Und sabbert Blut. Warum tust du das, Creeper? Was willst du? Okay, jetzt findet er mich nicht mehr interessant. Doch, jetzt schon. Ja, ist halt einfach so, weil der diese Spinne gefunden hat und sich denkt, damn, you're sexy, bitch. Aber das klang gerade sexy. Hat man das sehr laut gehört? Ich hoffe nicht. Ich muss mir dieses Video schicken. Wir wissen, ob man meinen Nasenhochzieher gehört hat. So. Hat man gehört. Gut, gut, dann ist alles super. Ja, aber hier könnt ihr dann auch irgendwas bauen. Also wir werden diese Welt hier zum Download-Dingsen. Das ist die beste Welt, die ihr je kriegen könnt. Ja, richtig. Baut was, macht ein Video davon, ladet das hoch und schickt uns das. Ja, genau, so ein kleines Sneak Peek. Genau. Sneaky Peek, wir wollen das gestern sehen. Im Video. Wir unsere Dings... Was? Sneaky Peeky, der gestern im Video. Verstehe ich. Mit der Sneaky Peeky. Verstehe ich. Wir hatten doch gestern dieses Video von diesem. Ja, ja, der ist so sneaky peeky. Just a little sneaky peeky. Steven Fernandez. Ja, seitdem sage ich immer sneaky peeky. Krass. Ja. Ich mache hier die Höhle mal so, damit man die auch findet. Ah, die sind ja jetzt aber alle durchleuchtet schon. Gut. Also. Für Höhlen und sowas müsstet ihr ein bisschen weitergehen, wenn dann. Oder ihr benutzt den Game Mode. Was ihr eh tun wird. Werdet. Wird werden. Tun. Ist doch alles das gleiche, Cody? Ja? Boah, ich hab voll die gute Idee. Ja?
Tada, tada! Fertig. Habt ihr alle nicht gesehen. Wenn ihr es runterladet, dann geht da auf jeden Fall rein. Da kriegt man viele Sachen. Und ja. Ja, vielleicht werden wir auch offline an dieser Map hier suchten und mal was reinstellen. Vielleicht. Neues Update. Meinst du? Okay, vielleicht. Können wir machen. So viele coolere Offline-Abenteuer, die sie noch nicht kennen. Okay. Ja. Yeah. Alles klar, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieser mega lange Part gefallen mit den Verschnellerungen und dies, das, Mums. Lasst eine Bewertung da. Ja. Schaut in die Videobeschreibung. Wenn meine Stimme euch schon langsam nervt, dann sagt ruhig Bescheid. Nein, die habe ich sowieso rausgeschnitten, also von daher. Ja, ich weiß. Ja. Direkt Audiospur, noch nicht mal aufgenommen wird. Ja. Aber ja, das war Let's Play Minecraft. Threesome, am Ende noch Zweisome. Zweisam. Zweisam. Gutes Englisch. Dankeschön. Ja, hast du noch was zu sagen? Ich mag Schweinehaxe. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.